Wie genau war das noch? Eine geht noch? Eine kleine geht noch? Ja, herzlich willkommen zurück bei dem Spiel Suchtgefahr. Vorsicht! Eden Star. Es ist gefährlich. Du könntest sehr viel Zeit damit verbringen. Oh, das ist mega nah hier, ne? Ich glaube, das wäre dieselbe Stelle wie eben. Na gut, nehmen wir das doch mal mit. Irgendwas bespuckt mich hier. Aber das stört mich nicht. Das sind wir ja gewohnt. Und ja. Gut, was wollten wir jetzt als nächstes machen? Wo renne ich eigentlich schon wieder hin? Ich wollte eigentlich zum Eden-Kit zurück. Da ist es. Steht direkt daneben. So, dann nehmen wir das mal mit. Weil es uns gerade im Wege stand. Und dann müsste ja eigentlich das Teslinum hier unten, müsste ja auch wieder da sein, ne? Dann nehmen wir das auch nochmal mit. Nö, das ist noch nicht wieder da. Okay, dann nehmen wir das nicht mit. So, und ich würde gerne hier vorne. Drei sind hier mittlerweile. Drei Turrets. Warum britzelt der hier eigentlich? Auto Turret. Regenerieren wir mal eben. Ich hätte für den gerne noch Verstärkung. Das sieht dann wie folgt aus. Defenses. Ironite. Dann kriegt er hier einen Freund an der Seite. Und dann haben wir auch schon wieder alle Energie verwendet. Na, wo willst du denn hin? Das ist aber mein Zuhause, das weißt du, ne? No, wir haben ein Haustier. Na, kleiner Mann. Jetzt kommt hier überall regenerieren, regenerieren. Na, du? Wie witzig. Ich glaube, der mag uns. Cool. Ich wollte noch einen Generator bauen. Ironite Power Generator nehmen wir, damit ich noch mehr Turrets bauen kann. Oder lässt mich gar nicht vorbei. Gut, da stehen jetzt mittlerweile drei. Der hier hat eigentlich auch einen ganz guten Stand, ne? Aber hier kann ich keinen hinbauen, warum nicht? Craftable Units 1. Also eigentlich müsste das gehen. Da unten geht's auch. Aber hier oben geht's nicht. Ah, hier geht's. Ah, okay. Hier vorne würde es gehen. Aber hier direkt daneben geht nicht. Und hier würde gehen. Ist das gut oder ist das nicht gut? Ich glaube, ich baue den nochmal ab hier. So. Dann kann ich den nämlich so weit vorne bauen, wie es geht. Oder? Ist so ein bisschen seltsam hier. So. Und den halt direkt hier so dahinter. So, dann habe ich hier zwei direkt nebeneinander. Die passen immer gut auf. Naja, das sieht ja jetzt auch komisch aus von hier unten. Da habe ich nochmal zwei und hier nochmal ein. Ich würde fast gerne echt hier unten noch einen hinbauen. Aber gut, Craftable Units 0, denn wir haben schon wieder kein Eisen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich das ganze Eisen verballert, was wir gefarmt hatten. Eisen, Eisen, Eisen. Ja, ist alles alle. Illuminium kann ich mal reinpacken. Und das war's dann wieder, ne? Mehr geht nicht. Oh doch, das ging noch. Tenal packe ich auch mal. Obwohl. Ah ne, wir haben kein Eisen mehr. Verdammt. Ironite 3 ist natürlich auch irgendwie ein Witz. Teslinum 4, das muss ich auf jeden Fall storen. So, so, so. Fiber. Ja, komm, dann nehme ich das Fiber wieder mit. Obwohl, vielleicht können wir uns irgendwas Schönes... Ich nehme alles mit. Vielleicht können wir uns irgendeine schöne Verbesserung bauen. Illuminium. Ja, jetzt kann ich nichts mehr tragen. Okay, gut. Und zwar, wie war das nochmal? Hier haben wir Upgrade Modules. Und hier können wir sehen, was wir schon haben. Und zwar haben wir hier zum Beispiel einen Handschuh. Material Leaf, der hat leider no upgrades available.
Die haben aber hier zum Beispiel den Energy Harness. Energy Harness. A Remote Matter Manipulation Mode. Also damit verändern wir sozusagen unsere. Ja, damit bauen wir sozusagen die Sachen ab. Und das können wir nämlich upgraden. Und zwar sind hier freundlicherweise von den Entwicklern schon Upgrades eingeschaltet. Wir wollen aber natürlich noch mehr, noch besser. Und zwar, das hier wäre ein Upgrade, wenn wir Strukturen recyceln. Ich weiß allerdings nicht genau, ob die Strukturen gemeint sind, die wir selber gebaut haben, oder ob da generell die Strukturen gemeint sind. Also, wenn wir Eisen abbauen oder Bäume abbauen oder keine Ahnung. 100% of the structure's cost. Increase the machine's return. Reduced by any taken damage. Tja, das verstehe ich leider nicht so ganz. Das ist uninteressant. Das ist dafür da, damit man eine Waffe aus diesem Meta-Manipulator machen kann. Und damit Energy Straps. Energy Harness is able to reach targets up to 100% further. Ja gut, das ist auch nicht so interessant. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Recycle Structure Unlock. Not enough materials. Was? Wir haben nicht genug Eisen. Das gibt's doch nicht. Jetzt wollte ich richtig schön updaten, aber wir haben kein Eisen. Okay, wir gucken uns mal die Regeneration an. Fiber Zeremonial. Okay, das braucht kein Eisen hier. Cost of repairing all structures from the brink of destruction is reduced. Das finde ich schon mal gut. Dann kostet es halt weniger. Das kostet halt uns auch immer Eisen, wenn wir unsere Strukturen reparieren. Was haben wir hier noch? Repair Time Reduction, das ist auch nicht schlecht. Und Area Repairing, das finde ich ehrlich gesagt auch richtig geil. Damit erhöhen wir die Reichweite von dem Repair-Strahl sozusagen. Also damit reparieren wir nicht immer nur noch eine Struktur, sondern gleich mehrere, die in der Nähe sind. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir das auf jeden Fall. Und dann sieht man hier übrigens schon Upgrades Available 1 von 3. Das heißt, wir können, glaube ich, nur 3 Sachen gleichzeitig hier upgraden sozusagen. Hier können wir den Radius nochmal erhöhen und hier können wir halt... das ist eigentlich ganz geil. Dann kostet es halt weniger. Ich glaube, das nehme ich auch mal mit. 25 Ceruleum und 10 Protonite ist ja eigentlich easy. Machen wir. Was war das? Habe ich es gerade vertauscht? Kann sein. Ich weiß gar nicht genau, was das bringt. Increase the range by 5% player can initiate the regeneration structure. Keine Ahnung, was das heißt. Ich wollte eigentlich das machen, glaube ich. Ist immer wieder typisch. The cost of repairing all structures. Genau, das würde ich auch mal machen. 25, mal gucken, ob wir dafür noch genug haben. Ja, haben wir. So, da haben wir auch schon 3 von 3 aktiv. Aber das ist auch in Ordnung. Der Baton oder Baton. No upgrades available. Okay, gut. Für die Weapons gibt es, glaube ich, keine Upgrades. Nein, gibt es nicht. Für die Armor ist leider auch noch nicht so wirklich irgendwie Upgrades eingeplant. Zumindest kann ich hier nichts anklicken. Es gibt generell noch andere Module. Da müsste man gucken. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Waffen. Ja, und hier halt die Armor. Können wir uns eigentlich auch noch mal ein bisschen Ammo machen. Ja, okay, wir haben kein Eisen mehr. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Eisen farmen. Deswegen packe ich jetzt erstmal wieder alles Wichtige weg. Naja, Wichtige mehr oder weniger. Protonite 7 ist natürlich auch süß. Keramik, Briggy, Ironite, Teslinum, das ist mega wichtig. Ja, natürlich, jetzt kein Platz mehr. Dann nehmen wir das nochmal mit. Straw, Teslinum. 3 Stück haben wir davon mittlerweile. Ich weiß gar nicht genau, was man alles für so ein Eden-Kit braucht. Ich guck mal eben. Ironite Eden-Kit braucht 75 Ironite. Ja gut, da kommt man locker ran. 25 Protonite, 5 Illuminium und 1 Teslinum. Mega geil. Also es ist tatsächlich, in Reichweite.
So, jetzt brauchen wir nur erstmal mehr Eisen, würde ich sagen. Mehr Eisen brauchen wir. Ja, das wäre übrigens mit ein Grund, vielleicht das Eden-Kit nochmal woanders aufzubauen. Denn wir haben einen relativ weiten Weg zur guten Eisenquelle. Obwohl auf der anderen Seite finden wir halt da auch immer noch andere Materialien, die wir mitnehmen, wie zum Beispiel dieses Tinal. So, und dann geht's wieder auf in die Wüste. Juhu! Wo übrigens immer noch hier die eine Base ist, die ich kaputt haben will. Aber dafür brauche ich Eisen, damit ich mir Muni bauen kann. Verdammt. Was für ein Kreislauf. Da schließt er sich. Aber eigentlich ist es ganz cool, dass wir schon eine Base haben. Das heißt nämlich, wir können uns eine Base wirklich an dem Platz bauen, wo wir eine haben wollen. Weil wir halt... Da kommt schon wieder was angeflattert. Ja. Weil wir halt alle Nester drumherum kaputt machen können. Das sind schon wieder zwei. Ja, ist ja gut. Oh, ich erwische ihn nicht. Geh weg, ich sehe nichts. Vielleicht wird es doch mal Zeit für eine aggressive Erweiterung für den Handschuh. Weil die sind ja schon ein bisschen nervig, ne? So ein bisschen. Und die immer so wegzuschlagen, ist ja irgendwie auch nicht so gedacht, glaube ich. Ich mache das nur immer so. Ich mache das nur immer so. Na gut. Dann haben wir hier wieder Eisen, 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 Eisen. Wie war das in der letzten Aufnahme? Iron Knight, Iron Knight, Iron Knight, Iron Knight. Badum, bam, bam. Ach ja. Nehmen wir das natürlich mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ja, für Briggy müssen wir uns dann, glaube ich, echt einmal in den Tod stürzen, damit wir das loswerden. Vielleicht weiß das jemand. Bitte, dann schreib mir das bitte, bitte, bitte. Und lass mich nicht dumm sterben. Haha, doppeldeutig. Ach ja. So, nehmen wir den Krempel einfach wieder alles mit. Dann haben wir erstmal wieder 100 Eisen. Das können wir Leute an den Kopf schmeißen. Ich wünsche, es würde gehen. Ist doch eigentlich voll logisch so, ne? Ich glaube, das habe ich, da habe ich letztens schon mal drüber philosophiert in der letzten Aufnahmesession. Dass so ein Stück Eisen am Kopf doch auch eher eine unangenehme Erfahrung ist. Haben wir das mitgenommen? Ich würde das echt gerne kaputt machen. Sehr, sehr gerne sogar. Weil ich muss da jedes Mal dran vorbei. Und die Viecher finden das einfach nicht gut. Die finden das einfach nicht gut und wollen mich da immer verjagen. Ich nehme trotzdem nochmal hier das Tinal mit. Mal gucken, vielleicht werden wir jetzt ja in Ruhe gelassen. Wir haben eben schon einen kaputt gemacht. Nein, da kommen sie schon wieder. Verdammt. Ja, ist ja gut. Ich lasse euch ja schon. Ach, Mensch, Jungs. Und Mädels, man weiß es nicht genau. Ihr's, hört auf damit. Wenn ihr mich in Ruhe lasst, kann man nicht einen Vertrag mit ihnen schließen? Wenn ihr mich in Ruhe lasst, dann lasse ich euch in Ruhe. Hier mitten durch die Eier. Bäh. Und den Baum hoch. Ja, super Idee. Oh Mann. So. Los, Turrets. Tut euren Dienst. Tut es. Ha.
Sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, war es das? Oh, ich fliege hier erstmal durch die Gegend. Oh, unser Haustier ist noch da. Cool. War es das für diese Folge schon wieder? Ich glaube, ich habe schon wieder überzogen. Aber Schnuppe, ich mag das Spiel so gerne, aber ich glaube, die Aufnahmesession war, da ist, war. Also jetzt gleich war das so. die Aufnahmesession ist damit beendet und ich freue mich darauf, am Wochenende wieder eine Runde daddeln zu können und dann so gut wie bei der Nacht zu starten. Das mit dem Weg würde ich hier gerne noch probieren. Aber gut, machen wir demnächst. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zur nächsten Folge. Dankeschön fürs Gucken. Tschüss.